Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei der Vorschau auf Panzerkorps 2. Wir haben beim letzten Mal Polen erobert und nun wird es wahrscheinlich Norwegen, wenn wir uns nicht total dusselig anstellen, ähnlicher gehen. Wir haben wieder einmal zwei Optionen. Wir können entweder den Süden angreifen. Das hätte jetzt hier die isolierte und schwierige zu erreichende Objectives, die wir quasi hier beim Anlanden durchführen müssten. Oder wir könnten vom Norden her angreifen. Da würden wir auch auf britische Truppen stoßen. Das ist extrem gebirgig. Und das Terrain... Terrain awaits... es ist ein extrem gebirgiges Gelände. Das heißt, da werden wir mit Panzern kaum irgendwas bewegen können. Die Frage ist, was wahrscheinlich ist. Ich glaube, diese Attacke hatte im Zweiten Weltkrieg keinen besonders großen Erfolg. Auch wegen der Briten. Wir wählen dann tatsächlich hier dann doch die südliche Route, auch wenn das jetzt hier als schwierig zu erreichen gilt. Akzepten und gehen ins Gefecht. Wir haben jetzt auch zum ersten Mal jetzt hier navale Fahrzeuge, also Schiffe, unterschiedlichste Art, Boote und Schiffe, die uns jetzt hier helfen werden. Und wir müssen tatsächlich sogar wirklich von Dänemark aus übersetzen. So, da sind wir drin. Das ist jetzt wieder mal das Briefing. Ne? Das werden wir jetzt auch erstmal weitgehend ignorieren. Klicken wir mal durch. Es wird alle Victory Hexes jetzt hier natürlich wie immer, wie zum Beispiel hier in Kristiansand hier erobern. Unser Hauptziel ist Oslo, logischerweise. Hier ist übrigens was ganz, ganz Gefährliches. Das hier ist ein Verteidigungsturm, ein Bunkerturm, der richtig weit schießen kann. Aber auch da drüben hier in Stavanger müssen wir hier anlanden. Also wir haben eine ganze Menge zu tun und wir müssen von hier aus weitgehend starten. As you can see. So, end briefing. Wir haben nochmal Reserve. To clear room to different troops to move to reserve on existing ones. Okay. Wir haben jetzt hier den Paul Lange bekommen. Der hat die Fähigkeit schneller Lerner. Diese Einheit lernt doppelt so schnell, also bekommt doppelt so schnell Erfahrung. Das heißt, den können wir auch gleich an der Truppe assignen. Wir können auch gleich hier anlanden, by the way, wie ihr seht. Das heißt, wir können dann hier sehr, sehr schnell Bergen erobern. Und ich bin ehrlich gesagt sogar am Überlegen, ob das nicht sogar eine Idee wäre, hier das so zu tun. So, ich möchte jetzt hier dieses Maschinengewehrtrüppchen. Dem gebe ich den Helden. Dem guten Paul Lange. Die doppelt so schnell lernen. Ich hatte eine Panzereinheit, den... uns gegeben. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so erstrebenswert. Ich soll euch gleich zeigen, was ich meine. Denn wir haben jetzt hier äußerst also bergiges Gelände und ich denke, dass Infanterie im bergigen Gelände fast ein bisschen besser ist. Vor allem, weil wir jetzt auch besondere Einheiten haben können. Ne? Ich kann jetzt hergehen und diese Einheit hier, diese Pioniere, die ich jetzt hier nicht unbedingt brauche, die machen wir jetzt hier mal ein Upgrade. Wir können aus denen Gebirgsjäger machen. So, machen wir mal aus den Jungs hier Gebirgsjäger und overstrengthen die gleich mal. Wie ihr seht. Gebt denn hier gleich dann nochmal hier so ein Fahrzeug. Oder wir können ihnen ein Kettenfahrzeug geben, wie ihr seht. Dann haben die sogar noch, wenn sie unterwegs sind, die sind nicht mehr ganz so schnell unterwegs, wie ihr seht. Als Half-Tracked ist, aber sie sind deutlich besser gegen, also haben eine deutlich bessere Ground Defense, also können nicht so leicht attackiert werden, aber ich will auch ein bisschen Geld sparen, deswegen mache ich das nicht. Kann die übrigens nicht upgraden, weil ich damit über meine Punkte gehen würde. Es sei denn, ich gehe hier um eins runter, dann geht's. Ja, upgraden. So, jetzt habe ich hier die Gebirgsjäger und die möchte ich natürlich hier haben. Die landen hier hin, genauso wie die Jungs hier. Dann werden die nämlich jetzt hier gemeinsam das hier attackieren und von der Seite aus mit diesen Schiffen hier Bergen attackieren. Meine Panzer müssen natürlich ebenfalls wieder... Elite Replacements erhalten. Keine Frage. So. Zack. Auch der Recon. Meine Artillerie. Mein Bomber. So, mein Bomber kann nicht viele Positionen erreichen. Ne? Ich muss den Bomber jetzt erstmal hier hinpacken. Und wir müssen jetzt alles hier über, übers Wasser bringen. Wir könnten hier noch Truppen anlanden, by the way. Ich denke, das ist sogar nicht mal eine blöde Idee. Zack. Packe ich hier noch einen dahin. Da ist, glaube ich, der Held drin mit dem Berggefecht oder dem Bergkampf. Den nehme ich da noch mit rein. Und den Rest meiner Truppen packe ich jetzt hier schon mal ins Wasser. Ich kann schon mal drei
Einheiten, oder nee, 4 Einheiten kann ich schon mal wassern. Nee, der ist noch nicht gewassert. Ich muss alle Einheiten von hier aus wassern, das weiß ich schon, Leute. So, alle Einheiten jetzt hier gewassert, wie ihr seht. Wir haben auch gar kein Geld mehr. Jetzt können wir nur hoffen, dass die Nummer jetzt nicht schief geht. Erster Turn. Wir legen gleich schon mal los. Wir müssen allerdings saumäßig aufpassen, damit wir hier nicht von irgendwelchen Bösartigkeiten erwischt werden. Da ist schon mal eine Bösartigkeit. Haha. Ich nutze es jetzt hier eiskalt aus und attackiere. Wir haben jetzt übrigens hier ein Typ 1934 Schiff. Was ist das genau genommen? Das hier ist, sieht aus wie ein Zerstörer oder sowas in der Art und Weise, würde ich mal sagen. Wir können die nicht wirklich aktiv einsetzen. Deswegen ignorieren wir das Ganze jetzt hier erstmal nochmal ein bisschen. Was das Ding jetzt hier wirklich ist. So, schippern hier weiter. Dann, bevor ich hier durchfahre, will ich natürlich wissen, was da sonst noch ist. Ah, und hier finde ich gleich schon mal einen weiteren Gegner. Das ist ein Ambush. Da war was im Busch, nämlich ein Ambush. Das ist auch nochmal ein Schiff. Dann gehe ich mal besser hier raus. Das Schiff hier wurde nämlich schon ganz, ganz böse jetzt in die Mangel genommen. Dann gehst du noch dahin. So, und jetzt kann ich diese Truppen... Da muss ich aufpassen, ne? Das ist scheiß gefährlich. Mal in die Richtung bewegen. Macht das blöde Teil uns nämlich hier ziemlich böse platt. So, ich... Warte mal, wassern? Kann ich gerade eben nicht, aber ich kann den hier schon mal angreifen. Sehr gut. Warum kann ich den nicht transporten? Finde ich gerade nicht gut. Kann ich ihn da transporten? Ne, anscheinend können manche Panzer nicht transportet werden. So, wir haben jetzt hier auf jeden Fall nochmal ein paar Fallschirmjäger. Die setzen wir natürlich auch ab. Und zwar am besten... Ich weiß gar nicht, wo ich die am besten hinpacke. Am besten ganz weit ins Landesinnere. Den muss ich jetzt hoffentlich noch nicht abwerfen. Das wäre echt ein bisschen blöd. Hier haben wir nochmal einen Fallschirmjäger. Den kann ich jetzt hier in die Lüfte bewegen. Und den bewege ich natürlich auch da hinten hin. So, ich weiß aber immer noch nicht, warum ich den nicht wassern kann. So, wenn du jetzt dahin gehst, geht's auch nicht. Okay, wird hoffentlich gleich gehen. So, ihr... Nochmal ein feindliches Schiff, wie ich gerade eben sehe. Das sollte natürlich dringend weg. Feuere schon mal drauf. Feuere auch damit drauf. So, jetzt kann ich hier anlanden, wie ihr seht. Erste Einheit ist an Land gegangen. Und zweite Einheit ist an Land gegangen. Wir sind jetzt, haben jetzt hier mehrere Sachen, die encircled sind, aber ihr seht, ne, noch kann ich hier nicht viel machen, außer das jetzt hier schon mal einnehmen. Angreifen kann man nicht sofort, aber ich habe das Teil jetzt hier immerhin schon mal eingenommen, was ja schon mal ein Anfang ist. So, was mache ich mit dem Schiff hier? Ich würde mal sagen, dahin gehen, dann habe ich alles hier im Griff, auch das da. Ihr seht, das Ding ist im Grunde wie eine navale Artillerie und jetzt kommt erstmal der Gegner dran. Hier passieren krasse Dinge. Wie ihr seht, das war auch sehr laut. Also manche Sachen sind auch sehr unterschiedlich laut. Das ist relativ schwer auch einzustellen für mich. Ich habe eigentlich alle Soundeffekte gleichmäßig eingestellt. Aber das Spiel scheint das irgendwie anders zu sehen. So, warte mal. Hier kann ich jetzt einen harten Mass Attack fahren. So, die sind jetzt hier raus. Ich habe das jetzt hier eingenommen. Die haben jetzt den High Ground, aber der wird ihnen nichts bringen. Einheit ausgelöscht. Wir haben Bergen jetzt hier schon eingenommen. Jetzt bomben wir die hier noch weg. Dann sind wir noch fertig. Das heißt, wir müssen nur noch jetzt hier diesen Bunker zerstören. Und dann ist das eigentlich hier gegessen. Der hat übrigens, wie ihr seht, auch 10 Hitpoints. Kann allerdings nicht wirklich irgendwie sich bewegen. Ihr seht, das ist hauptsächlich Suppression-Schaden, den der macht. Den kann man nicht kaufen, den kann man nicht upgraden, den kann man auch nicht replacen. Das war's für ihn eigentlich. Vor allem, ihm wird auch die Munition jetzt auch ausgehen. Früher oder später. So, jetzt müssen wir hier noch anlanden. An Land gehen. Und an Land gehen.
So, wir haben den Flughafen jetzt hier schon eingenommen. Angreifen können wir natürlich noch nicht. Jetzt bin ich nur am Schauen, wo sind denn eigentlich jetzt die gegnerischen Einheiten? Da haben wir ihn. Attacke. Der will sich jetzt zurückziehen mit dem Kanonenboot. Und nun, ja, landen wir hier an. Einmal hier an Land gehen. Einmal bitte hier an Land gehen. Ich kann auch schon mal bis jetzt hier das Gebiet räumen. Wäre ich eigentlich auch dafür zu haben. High Ground gesichert, gut. Und auch hier an Land gehen. Jetzt haben wir sogar den Recon noch am Start. Und hier noch an Land gehen. So, das hier ist das feindliche Boot. Das ist unser Boot. Jetzt zerstören wir das hier mit Mass Attack hier in der Flanke. Und von der anderen Seite bitte. Das ist cool, wie halt auch die Torpedos sich hier bewegen. Ne? Finde ich voll spannend anzuschauen. So, mein Flieger kann jetzt hier... Warte mal, das ist ein Air Defense, ne? Das hier ist keine Air Defense. Machen wir also das hier weg. Aber das ist eine Air Defense, glaube ich. Ja, ja. Das hier ist auch wieder so ein Bunkerteil. Das ist saugefährlich. Am besten ignorieren. Kommst du eh nicht dagegen an. Geh raus. Schieß auf den da. Das ist schon heftig, was da passiert. So, meine Flieger. Die versuche ich jetzt da hinten abzuwerfen. Damit sie den Lillehammer hier ihr Zeug tun können. Ne? Zack, runter. Und hier runter. So, jetzt habe ich die hier abgeworfen. Dann stehen die nämlich jetzt hier nochmal so einer Infanterie gegenüber. Aber das lenkt jetzt auf jeden Fall den Gegner schon mal massiv ab. Ihr könnt euch auch nur noch ein bisschen bewegen. Ansonsten ist nicht viel machbar. Wir ziehen uns hier ein bisschen zurück. High Ground wurde hier gesichert. Machen wir jetzt mit den Einheiten hier. Wir können jetzt hier natürlich noch versuchen, das hier anzugreifen, was ein totaler Quatsch wäre. Oder wir holen jetzt uns diesen Punkt hier schon mal und sehen jetzt hier schon die nächsten Gegner kommen. Okay. So, der Panzer kann schon mal hier hinfahren. Den werden wir nicht alle hier brauchen. Ich lasse ihn mal überspringen und jetzt kann ich dich... Ah, jetzt kann ich ihn wassern, endlich. Aus irgendeinem Grund ging das letzte Runde nicht. Das ist eigentlich Geld jedes Mal? Nee, das kostet kein Geld. Dann weiß ich nicht, warum es beim letzten Mal nicht geklappt hat. Es hat auf jeden Fall nicht geklappt. Halten wir das einfach mal fest. So, Turn beenden. Oh, das hat gesessen. Also die Effekte sind schon geil. Das muss man den Effekten schon lassen. Oh, das war schmerzhaft. Eieiei. Ja, okay, der High Ground hat uns jetzt hier... Ich glaube, wir verlieren den Panzer. Ja, yep, wir haben tatsächlich einen Panzer verloren. Habe ich nicht erwartet. Auch die haben einen High Ground, aber der bringt ihnen nicht viel. So, jetzt hoffe ich bloß, dass ich meine Gebirgsjäger noch irgendwie sinnvoll einsetzen kann. So, du wirst jetzt von mir hier einfach billig repariert. Oder nee, wirst du nicht. Das Ding hier, wie gesagt, ignorieren wir weitgehend. Wir rücken jetzt mit den Gebirgsjägern hierhin vor. Weil das Ding kann sich ja nicht bewegen. Wir können es einfach sein lassen. Ziehen das hier uns hier mit dem Schiff dahin zurück. Feuere nirgendwo hin. Ich kann eigentlich jetzt mich nur mit dem Teil hier zurückziehen. Jetzt mit dem Maschinengewehr dahin und dieses Artilleriegeschütz attackieren. Wir haben selber auch einen High Ground. So. Nutzt jetzt hier die Gelegenheit. Warte mal, wir gehen dahin und dahin. Jetzt können wir noch einen Mass Attack durchführen mit High Ground Vorteil. Und zack. So, das ist nämlich die einzige Einheit, die hier noch ein bisschen mobil ist von ihnen im Hintergrund. Der Panzer könnte das jetzt hier attackieren. Ja, wäre auch sinnvoll. Die Infanterie alleine kriegt sie nicht hin. Die hat jetzt schon zu viel kassiert. Aber ich will euch mal was zeigen, was man auch noch machen kann. Man kann nämlich vom Schiff aus auch noch hier reinschießen. Wenn die direkt am Meer sind, geht das.
So, abladen. Und das dann rüber. So, stimmen wir das Ding jetzt hier noch. Und jetzt greifen wir das Ding jetzt hier noch an. Ah, das geht nicht, komischerweise. Aber dem haben wir nochmal mitgegeben. Wir müssen bloß aufpassen, ne? Wir kassieren dadurch halt auch jedes Mal, weil das Ding kann zurückschießen. Das macht's sehr, sehr unangenehm. So, nein, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich nur gucken, was der jetzt hier noch anrichten kann. So, jetzt haben wir den Recon High Ground. Zerstören jetzt hier die Luftabwehr. Dass wir nämlich mit unserer Luftwaffe zuschlagen können. Oh, ein Overrun, das ist gut. Wir haben also jetzt hier diese Luftzone hier erobert. Bevor ich dann noch einen weiteren Angriff durchführe, will ich ihn jetzt erstmal hier ein bisschen schwächen, den Feind. Sehr gut. Das ändert die Sache so ein bisschen. Gut, und jetzt kannst du auch nochmal ein bisschen draufballern. Aber sie ziehen sich ja leider nicht zurück. Ja, hier ein Angriff ist schwierig. Ich ziehe mich hier besser mal nochmal zurück eine Runde, sonst gehen die nämlich drauf. Du bleibst hier. Du bleibst hier auch. Du bleibst da. Und das war schon wieder unser Zug. Au, 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 au. Sehr effiziente Schläge jetzt hier von der feindlichen Luftwaffe. Wie sie unser Schiff beschießen. So, korrigiere unsere Schiffe. Oh je. Das war fatal. Wir haben gerade eben tatsächlich jetzt hier eine Truppe verloren. Und damit auch eine Truppe, die sehr viel Erfahrung hatte. Das war echt ätzend. So, das gibt uns also die Gelegenheit, hier nochmal zu schlagen. Und vielleicht hier nochmal zu attackieren. Ah, sieht extrem düster gerade eben aus. Ich kann jetzt hier noch vom Wasser aus die attackieren. Aber ihr seht, es bringt nicht viel. Die Schiffe waren zu angeschlagen. Aber ich habe auch nicht vor, jetzt da jetzt Geld auszugeben, die jetzt hier wieder zu flicken. Bestimmt nicht. So, jetzt schalten wir den hier aus. Rischen die hier auf. Wir verlieren dadurch jetzt natürlich ein bisschen jetzt hier an Erfahrung, aber irgendwas ist ja immer. So, du. Oh, da hat es nochmal eine Infanterie, wie ich gerade eben sehe. Okay, geh mal da hoch. Nimmst den High Ground jetzt hier ein. Kannst jetzt das hier attackieren. Den hier ausschalten, jawohl. Du machst jetzt hier auch noch mit. So. Dass die Bergen hier nicht zurückerobern können. Dann encirclest du jetzt dir noch. Die Artillerie bombardiert. Der war gut. Mein Flieger. Bombardiert ebenfalls. Und jetzt kann ich das Ding ja hoffentlich einfach mit Massetech hier erledigen. Jawohl, die haben aufgegeben. Wir haben es eingenommen. Und ich kann jetzt den Recon hier hinschicken. So, ist jetzt schon meiner. Und hab die jetzt hier schon eingesperrt. So, dann habe ich hier noch so ein Boot. Mit diesem Boot. Dahin. Das Schiff hier benutze ich einfach nur, um die jetzt hier zu bombardieren. Hauptsache, nee, warte mal, mit dem wollte ich hier stehen bleiben. Hauptsache, die haben irgendwas zu tun, was ihnen nicht gefällt. So, hier warte ich auch. Du gehst da noch ran. Da habe ich noch ein weiteres Boot, das ich ebenfalls zurückziehe. Kann nicht sein, dass sie jetzt hier gezwungenermaßen draufgehen, ne? So, Turnende. Also wir haben alles im Grunde jetzt hier eingenommen oder sind gerade eben dabei. Lillehammer fehlt natürlich noch. Christiansand können wir ignorieren.
Dass das jetzt als Encirclement gilt, ist schon echt fragwürdig. Ja, du gehst da ein. Du gehst da ein. Ist der offiziell encircled? Encirclementception! Kann ich hier nochmal bombardieren? Das hat ihn auf jeden Fall ein bisschen Spaß genommen. Und das versuche ich mein Glück hier. Gut. Hier würde ich selber nur Leute verlieren, deswegen lasse ich das. Das wäre ziemlich dusselig. Gehst da noch hoch. Dann kannst du noch dahin. High Ground genommen, attackieren. Aber die ziehen sich noch weiter zurück. Gut. Ja, mit einer einzigen Einheit alleine muss ich da jetzt allerdings auch nicht angreifen fahren, ne? Das ist so das nächste Problem. Also ich nehme jetzt hier diesen High Ground. Warte auf sie hier. Feuere da noch drauf. Zack. Bisschen Schaden hat es gemacht. Da habe ich nochmal einen Panzer hier, den ich jetzt auch noch abladen kann. Habe ich völlig vergessen, dass ich den habe. So, du bleibst hier, mein Freund. Jetzt muss ich gucken, ob ich Lillehammer irgendwie einkesseln kann. Das macht die Sache jetzt natürlich nicht angenehm. Oh, das ist eine Artillerie. Wenn ich da angreife, dann bekomme ich als allererstes aufs Dach. Und euch kann ich jetzt hier hoch. Und jetzt machen wir die weg. Gut. Das heißt, hier ist jetzt nichts mehr, was uns hier aufhalten kann. Ich fahre jetzt hier mit dem Auto weiter. Wir können das jetzt hier alles erstmal ignorieren. Wie gesagt, diese Dinger können ja nichts machen. Das lassen wir auch mal schön sein. Das lassen wir schön sein. Und beenden. Mhm. Autsch. Ja, du gehst hier hin, greifst jetzt hier das Teil an. Das war heftig, der Hit. Auch dahin gehen, um das hier noch nachher einzunehmen. Noch mehr High Ground. Komischerweise kann ich nicht auf die schießen. Wahrscheinlich, weil die Angriffsreichweite 0 haben, oder? Dann glaube ich, Angriffsreichweite 0. Kann es sein? Ja, Range 0, dadurch wird raus jetzt Range 1. Haha! Ja, das heißt also, mit diesen Einheiten bringt das gar nichts, sondern nur mit denen, die mindestens schon mal in Range 1 haben. So, jetzt räumen wir den hier hoffentlich gleich weg. Er zieht sich weiter zurück. Er wurde jetzt hier overrunnt. Kann den sogar jetzt hier wieder Elite replacen. Cool. Ist der nächste Runde wieder am Start. Keine Ahnung, warum das ging, aber es ging. Und ich nehme in ihre Deckung. So, Schiffili geht darüber. Das Schiffili lasse ich jetzt hier auf Dauer schlafen. Ja, hier ist nach wie vor nichts machbar. Nächster Turn. Euch schicke ich jetzt auch dahin. Dann können wir diese Felder hier vielleicht einnehmen. Da ist nichts. Ja gut, ich bin mal so... Ah, und da war was. Shit. Ja, aber wir stehen jetzt immerhin schon mal. Wir wurden abgefangen. Hier angreifen. Gefährlich, aber ich mach's. So. Hier angreifen. Keine gute Idee. Ich mache jetzt hier nochmal eine... Oh, das ist dringend notwendig. 15 Punkte hier reinpumpen. Da nochmal ein paar Punkte reinpumpen. Mein Flieger ist wieder da. Kann es dir schon mal ein bisschen beglücken. Gut. Ich setze dich jetzt auch mal hier kurz zur Ruhe. Setze dich zur Ruhe. Mein Bombardierungsschiff schießt. Und schläft eine Runde.
Du schläfst auch eine Runde und Turnende. Wir sind erst bei Turn 6, wie ihr seht, und haben schon 25 Minuten rumgebracht. Eindrucksvoll. Oh, die haben jetzt hier gerade ihre Position verlassen. Das war schlecht für sie. So, jetzt kommen hier meine Jungs hier an. Nehmen das jetzt hier schon mal ein. Hier attackieren ist gefährlich. Wird sie einfach erstmal auffrischen. Zack, plus 10 Strengths. Kann es mir leisten. Jetzt mache ich den hier hoffentlich weg. Ne, ich mache ihn nicht ganz weg. Ich muss mich jetzt hier sogar wieder zurückziehen, aber ich kann jetzt das hier auch noch nehmen. So, holen wir jetzt hier diese ganzen Prestigefelder. Ignoriere im Grunde eigentlich weitgehend die Kämpfer. Gehe jetzt hier mit dem Recon da noch ran. Feuere. Mach hier Platz. Gehe da noch ran. Und das wird sie jetzt wahrscheinlich ausschalten. Jawohl. Kann ich hier noch reinfahren. Und Stavanger wurde ebenfalls von uns erobert. Und jetzt können wir endlich vorrücken, Leute. Endlich vorrücken. Dieses Schiff hier benutze ich jetzt, um einen Spot hier zu machen. Ist aber nichts. Gut. Wir beginnen jetzt hier mit dem hier daran. Dem Panzer daran. Der attackiert hier gleich. Mit dem Panzer daran. So, nächste Runde nehmen wir das hier noch ein. Du kannst da jetzt noch hingehen. Wir bombardieren die hier. Sehr gut. Der Recon kann wieder rausfahren. Lustig ist übrigens, ich hätte den jetzt hier auch, glaube ich, per Eisenbahn also wegfahren können. So, jetzt möchte ich allerdings den hier wegbomben. Dass der sich nicht mehr sammeln kann. Ist mir egal, dass die auf mich schießen, der muss weg. So, da habe ich noch mein Schiff, das versuche ich nach Hause zu holen, außerhalb der Sichtreichweite von dem Kollegen da. Hier kann ich mit dem Schiff auch nichts mehr machen, weil ich genau das gleiche, das brauche ich jetzt woanders. Brauche jetzt alle woanders. Ich brauche eigentlich nicht alle Schiffe, aber besser ein paar Schiffe haben, als keine haben. Autschi. Wenn es nach mir geht, würde ich dann auch mal jetzt mal ein paar Punkte sparen, ne? Und jetzt hier nicht immer die Zweit- und Dritteinheiten, die ich eigentlich gar nicht einsetzen will, auf lange Sicht, noch irgendwie unterhalten. So, die Jungs hier zusammengeballert. Jetzt holen wir uns diese Position noch. In Oslo scheint keine Verteidigung zu sein. Einer ist auch gefallen jetzt hier. Wir rücken hier weiter vor. Sehen wir schon mal ein bisschen was. Ich ziehe jetzt mich mit denen jetzt ein bisschen zurück. Weit können die nicht weglaufen, leider. So, Artillerie hier feuert auf die High Ground Unit. Nächste Artillerie feuert. Dann mache ich noch eine Aktion mit den Fliegern. Die auch nochmal was gekostet. Ja, das kostet sie 7 hier, das ist gut. Dann sind die quasi so gut wie weg. Und ich greife jetzt hier noch an. Encircled sind sie und Tschüssikowski. Ah, doch nicht Tschüssikowski. Halten länger durch, als ich gedacht habe. So, warte mal. Jetzt kann ich die hier allerdings wieder mal auffrischen. Oh, das wäre auch wichtig. Was ist mit dir hier? Genau das gleiche. Den Recon fahre ich jetzt mal hier hin. Nach Kristiansand. Ach, hier, das ist ja gar keine Bahnlinie. Die Bahnlinie beginnt erst hier. Ah. Tricky situation. Kann natürlich nur da in die Bahn einsteigen, wo auch eine Bahn ist. Ne? Macht Sinn. So. Geh da auch mal gucken. Mit den Booten kann ich ja schon mal ein bisschen spähen. Das Boot hat es geschafft, tatsächlich aus der Nummer rauszukommen.
Mit dem Boot bleibe ich hier. Ja, das war's schon wieder. Die Units sind bewegt. Und wir sind jetzt halt schon mittendrin jetzt hier in Norwegen. Ne? Der Gegner weiß gar nicht mehr so recht, wo uns eigentlich aufhalten soll. Wir haben ein Boot verloren. Mhm. Also Lillehammer müssen wir auf jeden Fall auch noch irgendwie nehmen. Problem ist bloß, dass Lillehammer also weit weg ist. Du machst jetzt den hier voll nass. Gut. Dann da noch ein Boot, das ich angreifen kann. Das blockiert hier tatsächlich diese Position. Fährt es allerdings raus. Wenn ich jetzt mit dem Kollegen dahin gehe und ich diesem Boot hier einiges einschenken. Sehr gut. Artillerie rückt weiter. Dann müssen die jetzt hier auch noch dran vorbei. Außer Sichtweite. Und ihr müsst euch jetzt ebenfalls auf den Weg machen auf der Landstraße. So, jetzt haben wir hier noch die... Was sind das hier? Gebirgsjäger. Die attackieren jetzt die da. Oder warte mal, ich jetzt mal. Nee, ich greife jetzt erstmal. Ich kann sogar den Flieger angreifen. Witzigerweise. Dann kann ich beide attackieren. Hä? Nee, doch nicht. Das ist irgendwie ein Anzeigefehler gerade gewesen. Sah gerade so aus, als ob ich da die Flieger hätte angreifen können. War ein Trugschluss. War nur Unterdrückungsfeuer, okay, kann ich mit leben. So, dich zu verlieren wäre doof. Ich hole mir mal jetzt nochmal die Stärke wieder. Selbiges mache ich hier. Denn Lillehammer muss fallen. Ne? Ich muss früher oder später mit diesen Einheiten auch noch Lillehammer attackieren. Mein Flieger wird wieder komplett upgegradet, dass ich die nächste Runde wieder einsetzen kann. Mein Boot ist hier. Das war's schon wieder. Nächster Turn. Turn 10. Es gibt nicht mehr so viel, was wir einnehmen müssen. Es gibt diese zwei Positionen. Insbesondere dieses Flugfeld ist wichtig. Insbesondere mir ist es wichtig. So, jetzt können wir diese Position hier einnehmen. Schieß noch auf das da. Der Panzer hier rückt da noch hin. Aber das Boot will ich damit angreifen. Ja. So, jetzt kannst du noch dahin fahren. Und die hier angreifen. So, erledigt. Recon hat das jetzt hier vertrieben. Wir rücken da noch weiter vor. Bauen die jetzt hier weg. Gut, rücken das jetzt hier noch vor, nehmen es ein. Lillehammer anzugreifen ist nach wie vor einfach der blanke Wahnwitz. Aber irgendjemand muss es tun. High Ground Vorteil. Wenn ich sie schon mal schwächen kann, muss ich es tun. Später wird es nur schwerer. So, das Schiff hier kann momentan noch nichts tun. Jetzt kommen mir die Panzer noch von hinten angefahren, die momentan wahrscheinlich nochmal hier unter Beschuss geraten werden. Und durchfahren. Ja komm, greif an. Ist jetzt nicht gerade kostengünstig, was ich da gerade eben mache, aber... Okay, ich muss den jetzt hier verlagern, wie ich gerade eben sehe. Und zwar hierhin noch ein bisschen Sand. Weil da unten kommen wir nicht mehr ran. Schiff geht dahin. Schiff geht dahin. Nächste Runde haben wir noch ein weiteres Schiff, das auf große Distanz feuern kann. Du machst hier gerade gar nichts. Turnende. Aber wird eine längere Folge.
Wenn die Schlachten zu lang werden, kann es auch einfach sein, dass ich es in Zukunft einfach cutte. Und dann einfach auch mal ohne Abmoderation vorbei ist. Aber ich versuche es zu vermeiden. Autschi. Mhm. Das könnte es deren Ende sein. War es aber nicht. Aber die haben den Survivor Perk bekommen, der ist cool. Diese Einheit kann nicht sterben, solange sie nicht wenigstens auf einen Hitpoint, also auf eine Stärke runtergegangen ist. Also sie kann nicht einfach auf einen Schlag von 3 auf 0 fallen, sondern sie fällt auf jeden Fall dann auch erstmal auf 1. So als, ja, so als Galgenfrist können wir es mal nennen, ne? So. Jetzt machst du den hier noch weg. Drückst du noch ran. Die Jungs hier werden jetzt hier mal aufgefrischt. Euch frische ich auch mal auf. Ein teurer Spaß, das zu tun. Aber es ist wichtig, dass wir jetzt hier endlich mal Erfolge erzielen, wie ihr seht, ne? Das Schiff kommt hier momentan leider nichts ran. Mit dem Schiff kann ich ja auch nichts mehr bewegen, also gehst du mal hier weg. So, Panzer fahren weiter. Der nächste Panzer, der das jetzt hier angreift, ist der hier. Hat sich zurückgezogen. Na, also, jetzt kann ich endlich Oslo einnehmen. Bleibt die noch weiter zurück. Der Recon nimmt jetzt das hier ein. Und dann haben wir nur noch dieses Flugfeld, das wir einnehmen müssen. Ne, stimmt gar nicht. Lillehammer fehlt ja auch noch. Lillehammer muss ja auch noch genommen werden. So, mein Flugzeug hier bei Kristiansand kann immer noch nicht viel angreifen. Wir brauchen dieses Flugfeld. Doof. Gut, Turnende. Und dann hören auch endlich die feindlichen Flugzeuge auf, für Dinge zu tun. Hätte ich auch nichts dagegen, wenn das endlich mal aufhören würde. Mhm. Ja, die treiben uns immer noch so vor sich her. Feuer. Flugfeld eingenommen. Von denen geht jetzt hier keine Gefahr mehr aus. Dann greife ich das jetzt hier noch an. High Ground Bonus erledigt den Rest quasi. Dann schalten wir die jetzt hier noch aus. Dass sie sich nicht mehr sammeln können. Wir gehen mit der Artillerie wieder hoch, denn die brauchen wir jetzt gleich. Die Panzer hier kommen wie schon ihr ganzes Leben lang immer nur zu spät. Ziehe ich jetzt auch mal zurück. Wenn wir mit diesem Panzer da nochmal angreifen. Fallen hier ebenfalls zurück. Gut. So, ihr geht jetzt noch dahin. Attackiert die hier. Zack. Die müssen sogar zurückfallen, die Jungs. Hier kann ich es nicht bewegen. Bleibst hier, mein Freund. Das Boot hier schläft ab jetzt hier genauso wie das. Jetzt fahre ich da rein. Close Combat jetzt hier gegen dieses Teil. Wird allerdings nicht viel bewirken. So, Flugzeuge der Norweger sind weg. Versuchen wir jetzt hier doch so eine komische High-Ground-Aktion. So, jetzt greifen wir die noch an, dass die hier keine beweglichen Truppen mehr haben. Der Panzer hier macht jetzt das hier. Encirclement. Mega krasse Boni. Das hier noch einnehmen. Gibt uns auch nochmal ein bisschen Geld. Und jetzt holen wir uns diese Positionen da hinten.
Sehr, sehr nice. Wir da oben jetzt ja auch gleich angreifen werden. Vorher machen wir alles hier nochmal ein bisschen Auffrischung. Die Artillerie unter Druck setzen. Die Infanterie hier schon mal ranführen. Ja, der wird es unter Umständen draufgehen. Aber ich war bereit, ihn zu opfern. Keine Frage. So. Man sollte das natürlich nicht tun, ne? Keine Frage an der Stelle auch. So. Ich müsste das jetzt hier nicht zerstören. Ich will aber. Oh, mein Schiff ist auch weg. Ja, die Schiffe sind jetzt momentan nicht ganz so wichtig. Hoffe ich. Also auf jeden Fall in der nächsten Mission sind sie nicht mehr da. Das kann ich euch jetzt schon mal versichern. Deswegen denke ich mal, sind die Schiffe jetzt eher irrelevant. Mhm. Oh, die leben sogar noch. Krass. Hab ich gedacht. Dann schicke ich euch dahin noch. Zum Einnehmen. Und uns auch nochmal ein paar Prestigepunkte. Hier will ich mir eigentlich noch ein paar Prestigepunkte gönnen, aber dafür bin ich jetzt zu langsam. Na gut, dann fahren wir es hier ran, machen den jetzt hier weg. Der fällt jetzt hier zurück, dann gehen wir da noch ran. Artillerie feuert. Bis da noch hin, Arti. Da gehen wir noch hin. Du rückst auf das dazu, machst ihn hier weg. Jawohl. Guck ich, was ich hier noch machen kann. Da zwei Angriffspunkte. Dann auch wieder noch. Gegner sind besiegt. Jetzt muss ich eigentlich nur noch reinlaufen. Problem ist, ich habe niemanden. Doch, ich habe den hier. Sehr gut, den Recon. Gut, wir haben es geschafft. Auch Norwegen wurde jetzt hier in 42 Minuten erobert. Unsere Grenadiere haben richtige Erfahrungen gemacht. Leider wurden unsere normalen Wehrmachtssoldaten besiegt. Was soll man machen? Ich schaue mit euch gleich schon mal hier auf das nächste, wie ihr sehen könnt. Denn nun greifen wir Frankreich an. Entweder haben wir die Möglichkeit, jetzt hier den Pfad über Sedan zu nehmen. Der würde dann letztendlich bedeuten, dass wir einfach einen Blitzkrieg an den Einheiten hier vorbei machen und dann das Hinterland erobern. Oder wir versuchen hier den direkten Angriff über Belgien. Und das wird eine ganz andere Nummer. Ich denke mal, wir versuchen einen Blitzkrieg. Aber ich habe mich noch nicht entschieden. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Macht's gut. Tschüss und Ade.